Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung und herzlich willkommen zum vierten Abnehm-Update. Das vierte und für mich, ich glaube, wichtigste Abnehm-Update ist ja jetzt online und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Das Ziel waren 80 Kilo. Ich stand im 1. Januar, stand ich auf der Waage, hatte 93,8 und habe gesagt, am 30. April möchte ich gern die 80 Kilo schaffen. Und ob ich das geschafft habe, das seht ihr jetzt. So, also es ist jetzt keine Überraschung. Ich stand nämlich gerade schon mal drauf. Ja, ich habe es geschafft. 80,0. Und Fettanteil ist bei 34,3%. Ja, ihr seht's, es stehen 80,0 auf der Waage. Es war ein bisschen blöd. Ich habe die Aufnahme gemacht und habe aber gar nicht aufgenommen. Deshalb wusste ich, also in diesem kleinen Abschnitt, den ihr gesehen habt, schon, dass ich es geschafft habe. Deshalb bin ich nicht komplett ausgerastet. Als ich das erste Mal auf der Waage stand, sah das schon ein bisschen anders aus. Also ich habe mich mega gefreut und ich bin mehr als stolz auf mich. Ich habe jetzt in den 4 Monaten knapp 14 Kilo abgenommen. Das zum Ziel, also Ziel erreicht, check. Ich möchte gleich noch was zu den weiteren Zielen sagen. Es ist so, dass ich natürlich immer so einen gewissen Druck auf mir habe, gar nicht so wegen euch, weil ich das euch zeigen möchte dann Ende des Monats, sondern einfach wegen mir selber, so einen inneren Druck, weil ich mir einfach denke, boah, ich muss das unbedingt schaffen. Ich habe mir das vorgenommen und will das schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, ist das für mich so eine Niederlage, obwohl es ja wirklich so ist, dass man nicht so viel Bedeutung auf die Waage legen sollte, sondern tatsächlich auf das, was man im Spiegel sieht. Das ist bei mir schon wirklich eine deutliche Veränderung und auch von der inneren Fitness her, ganz einfach von meinem inneren Gefühl. Und das ist so viel mehr wert und das muss ich mir halt ja jetzt einfach mal so ein bisschen mehr zu Gemüt führen. Und deshalb, aus diesem Grund, habe ich mir vorgenommen, bis Ende August 75 Kilo zu schaffen. Ende August wollen Christoph und ich in den Urlaub fliegen und von daher, ja, ist das so 75 Kilo. Ich denke auch 5 Kilo in 4 Monaten ist realistisch. Und dann bis Ende Dezember, also wenn ich mich dann am 31.12. wiege, möchte ich gern die 70 Kilo erreichen, denn die 70 Kilo sind mein großes Ziel. So, das bedeutet, ich mache mir jetzt nicht mehr so dieses kleine Etappenziel, dass ich sage, Ende Mai möchte ich das und das geschafft haben, Ende Juni das und das, sondern das große Ziel bis Ende August 75 Kilo. Und ist es ja so, dass ich in den Abnehmvideos immer noch so andere Themen mit anschneide und euch so erzähle, wie der Monat war. Waren ja im Monat April nur 1,4 Kilo, die ich abnehmen wollte. Aber ich habe einfach gemerkt, wie wahnsinnig schwer das wird. Also es ist bei Weitem nicht mehr so einfach wie am Anfang abzunehmen. Dann ist es natürlich auch so, dass man, dass das Umfeld vielleicht jetzt auch Christoph nicht mehr so sieht. 1,4 Kilo sieht man halt nicht sofort. Und ja, das ist immer so ein bisschen, ich will nicht sagen deprimierend, aber man muss sich dann halt schon wieder so ein bisschen selber motivieren, um einfach weiterzumachen. Weil ich glaube, den nächsten großen Unterschied sieht man dann halt auch wirklich erst, wenn ich ja bei meinen 75 Kilos dann bin. Und ja, das ist mir eben, mir ist es wichtig, dass ich das im Spiegel sehe und dass ich das vor allen Dingen auch an den Klamotten merke. Und ich meine, das merke ich ja jetzt schon, so ist es ja nicht. Ich meine, 14 Kilo gehen auch nicht spurlos an einem vorbei, das ist ja klar. Trotzdem ist es mir im Monat April gefühlt schwer gefallen, muss ich sagen. Also jetzt gar nicht so von der Ernährung und vom Sport her, aber ich war mir halt immer so unsicher. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, obwohl ich mich an den 8-Fit-Plan gehalten habe, dass ich zu viel gegessen habe. Ich habe mir so gedacht, boah, du bist jetzt so satt und fühlst dich so, ja, einfach wohl, gesättigt und schaffst du dann trotzdem die 1,4 Kilo. Und ja, ich habe es geschafft, aber es war einfach, es ging mir einfach nicht so locker von der Hand wie in den letzten Monaten. Sport habe ich komplett durchgezogen. Ich habe jede Woche 4 Workouts gemacht von 8Fit. Und eine Woche habe ich sogar von Montag bis Sonntag komplett durchgezogen. Das bedeutet, dann da habe ich 7 Workouts gemacht. Also das hat, Sport klappt super, weil diese Workouts von 8Fit halt auch wirklich
nicht zeitintensiv sind. Und das ist ja das, was ich liebe. Ich will mich nicht ewig mit Sport beschäftigen. Das erstmal so zum Gewichtsthema. Ich fand es übrigens ganz süß, dass mich ganz viele schon von euch gefragt haben. Wirklich, wirklich viele. Franzi, kam denn das Update schon? Hast du denn schon irgendwo erwähnt, was du jetzt geschafft hast und ob du dein Ziel erreicht hast? Und da sehe ich einfach, dass ihr total mitfiebert und dass ihr die Videos, diese Videoreihe mit diesem Ernährungsupdate auch total feiert. Und ich denke aber auch, das liegt daran, dass ich halt nicht nur dieses Gewichtsthema anspreche oder anschneide, sondern halt auch so ein paar persönliche Dinge, die mich bewegt haben. Und das ist zum einen im April, ich hatte im April eine Auseinandersetzung mit Menschen, wo es einem eben ja vielleicht einfach nicht so leicht fällt. Vielleicht ein Mensch ist, der nicht so auf Konfrontation aus ist und eher lieber schluckt und hinnimmt. Und so ein Mensch bin ich. Ich bin ein Wahnsinnsgewohnheitstier. Das bedeutet, ich gewöhne mich ganz schnell an Situationen. Das ist manchmal sehr positiv, aber manchmal auch total ätzend, weil gerade auch an negative Sachen, die mich vielleicht auch negativ beeinflussen oder die mich vielleicht sogar belasten, gewöhne ich mich sehr schnell und schluck das dann runter. Und das ist sowas, das, ja, das habe ich im Monat April so ein bisschen von mir geworfen und bin halt wirklich auf Konfrontation und habe einfach das Gespräch gesucht. Hinein muss ich sagen, dass das Gespräch an sich mir nicht viel genützt hat und dass es ja manchmal auch so ist, dass man sich von Menschen, ich habe das im letzten Video gesagt, die einem nicht gut tun, trennen sollte. Aber es gibt nun mal Menschen, von denen kann man sich eben nicht trennen, weil sie halt, ja, zum Familienkreis gehören. Und das ist manchmal nicht so easy und ich weiß auch, dass das von euch ganz viele betrifft, weil ich auch viele Nachrichten dahingehend bekomme. Ja, Franz, ich komme mit dem und dem Familienmitglied nicht klar, was soll ich machen? Also ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass man miteinander spricht, dass man das Thema offen anspricht und dass man vor allen Dingen nicht so viel runterschluckt. Bei mir ist es so, wenn ich lange Sachen hinnehme und runterschlucke, dann platzt es irgendwann völlig aus mir aus und dann ist es ganz schwierig für mich, sachlich zu bleiben. Das ist halt einfach nicht produktiv, sagen wir es mal so. Und ja, letzten Endes hat mir die Konfrontation, das Gespräch nicht viel genützt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich trotzdem leichter. Das auch vielleicht passt vielleicht auch ganz gut in das Video, dachte ich mir. Einfach, weil ich es mir von der Seele gesprochen habe. Einfach, weil ich Sachen, die ich unfair finde, die ich schon seit Jahren unfair und nicht gerechtfertigt finde, angesprochen habe. Das hat wahnsinnig gut getan. In meinem engeren Umfeld einen Menschen gibt, der mich ständig beleidigt. Das fing so an, dass ich in der Schwangerschaft immer über mich selber gelacht. Ich bin ein Mensch, ich kann super über mich selber lachen. Ich kann sagen, hey, ich bin dick. Ich kann sagen, ich habe einen Schwabbelranzen. Ich kann sagen, ich habe Chicken Wings. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich mit mir selber cool bin und selber über mich lachen kann. So, das ist eine Eigenschaft, die ist mir übrigens auch an meinem Partner wichtig und Christoph ist genauso. Also wir sind beide die ironischsten Menschen, die es, glaube ich, auf der Welt gibt. Ich glaube, ihr merkt das auch immer in unseren Insta-Stories und oder in den Family-Vlogs. Es ist einfach so, wir gehen so miteinander um. Und wenn ich selber über mich sage, dass ich dick bin oder wenn ich jetzt laufe, als ich schwanger war und ich bin gelaufen, habe ich manchmal diesen hier gemacht. Ich muss aber sagen, es ist für mich ein Unterschied, ob ich selber diesen Spaß über mich mache oder ob es ein anderer macht und das permanent. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, boah, Franzi, du hast aber ganz schön, du bist aber ganz schönes, schwangeres Muttertier oder so. Damit bin ich cool. Aber wenn das dann sehr, sehr oft passiert und immer passiert und vielleicht sogar noch im Beisein eines Kindes, dann finde ich das nicht gut. Gerade Kommentare und Aussagen, die auf die Figur bezogen sind, weil Kinder sind so sensibel und es ist, ich denke, schon mit 6, 7 Jahren so, dass ein Kind da ganz empfindlich drauf reagiert und da sollte man extrem vorsichtig sein, gerade mit solchen Äußerungen. Und dieser Mensch hat im Beisein seines Kindes zu mir gesagt, zu seinem Kind gesagt, boah, sag mal, war das gerade ein Elefant, der hier vorbeigegangen ist oder war das Franzi? Dieser Mensch hat durchs ganze Dorf gebrüllt, oh, guck mal, da ist unsere fette Nachbarin oder irgendwie sowas. Und ich habe das runtergeschluckt, teilweise bin ich nicht mehr an diesem Haus vorbeigegangen, weil ich einfach nicht wollte, dass dieser Mensch mich blamiert und nicht durchs Dorf brüllt, ja, du Dicke oder du Fette oder was auch immer. Und ich habe nie was gesagt. Und eines Tages stand dieser Mensch vor unserer Tür und dann ist es aus mir rausgeplatzt. Und das ist halt, es war gut, dass ich das gesagt habe, es war gut, dass ich es angesprochen habe, ich habe eben gesagt, dass es ein absoluter Unterschied ist, ob ich das selber über mich sage, ob ich selber über mich lache oder ob das andere Menschen permanent machen. Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der so da zart beseitet ist und damit nicht klarkommt. Und der Fehler, den ich gemacht habe, ist immer
Seine Partnerin stand immer daneben und ich habe mir immer gedacht, boah, wenn das Christoph machen würde, wenn Christoph in meinem Beisein eine andere Frau beleidigen würde, dann würde ich mir den nicht beiseite nehmen, sondern dann würde ich ihn direkt darauf ansprechen und sagen, sag mal, Kollege, brennst du? Geht's noch? Das ist aber ein Fehler. Ich darf nicht von mir ausgehen. Ich darf nicht denken, ich würde das und das machen, sondern ich muss damit leben, dass andere Menschen das nun mal auch anders sehen und muss dann Initiative für mich selber ergreifen und für mich selber klarstellen und klar machen, was meine Grenzen sind, wo meine Grenzen sind. Und das habe ich gemacht. Es war auf jeden Fall ein Fehler, dass ich das so spät gemacht habe. Ich hätte das immer direkt in diesem Moment, wo ich beleidigt wurde, hätte ich sagen sollen, du pass mal auf. Und das Ding ist immer, es beleidigen immer Menschen, die selber mit sich unzufrieden sind, davon bin ich überzeugt, und die vielleicht selber nicht so die Traumfigur haben, denn so ist es in diesem Fall. Und ja, das ist dann halt natürlich noch weniger verständlich. Und deshalb, ja, hat mir das wahnsinnig gut getan. Das habe ich nicht in diesem Monat gemacht, nicht im April. Aber im April ist es dadurch, dass ich die Konfrontation mit Familienmitgliedern gesucht habe, mir nochmal so bewusst geworden, dass ich da eben auch den gleichen Fehler gemacht habe, dass ich mir einfach Dinge zu lange gefallen lasse. Und das möchte ich nicht mehr. Das nehme ich mir nicht für den Monat Mai vor, sondern das nehme ich mir generell vor, dass ich bestimmte Dinge einfach sofort anspreche. Ich muss mir nichts gefallen lassen. Ich muss mir nicht sagen lassen. Du musst dir nicht sagen lassen, dass du dick oder dünn bist. Das ist etwas, was sich einfach nicht gehört und was einfach nicht fair ist. Und das solltest du sofort klar machen. Und egal, wer das sagt, ob das dein Freund sagt, da darf ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ist wieder was, das würde ich nie zulassen. Oder ob das jemand aus deinem engeren Familienkreis sagt oder ob das eben der Nachbar, die Freundin oder sonst was sagt. Macht euren Standpunkt klar, steht für euch ein. Und ich finde, das ist auch so ein Prozess, um jetzt wieder auf das Abnehmen zurückzukommen. Das hätte ich vor 4 Monaten nicht gekonnt, weil ich selber so in meinem Schneckenhaus war und selber so davon überzeugt war, dass ich eben nichts tauge, dass ich eben nur noch Mutter bin, dass ich hässlich und unattraktiv und fett bin. Und wenn du da noch Sachen über dich liest, du wärst ungepflegt oder sonst irgendwas. Das ist was, das nimmt dich in so einem Moment, nimmt dich das mit, weil du es einfach dann irgendwann selber glaubst. Und es ist mittlerweile, weiß ich, dass es totaler Schwachsinn ist. Ich bin Mutter, ich habe ein Kind bekommen und für mich war es im Januar der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Und alles, was davor war, war völlig okay. Mir wichtig, dass niemand, keine Mutter hier denkt, die jetzt seit 7, 8 Wochen oder 7, 8 Monaten Mutter ist, dass sie mir jetzt nachahmen muss, nacheifern muss und abnehmen muss. Ihr müsst überhaupt nichts. Das ist was von euch selber kommen muss, was von innen kommen muss. Wenn du nicht von selber sagst, so, ich habe da jetzt Bock drauf und ich möchte das, dann lass es und dann ist es auch okay, völlig okay. So, ich hatte einfach in den letzten Monaten, bevor ich angefangen habe abzunehmen, andere Prioritäten und ich musste jetzt, das war ein Prozess zu lernen, dass das völlig okay war, dass ich deswegen nicht ungepflegt war. Du bist deswegen nicht ungepflegt, weil du zugenommen hast in deiner Schwangerschaft, weil du dir deine Haare vielleicht nur einmal in der Woche wäschst, weil du dich nicht mehr schminkst, weil du nicht mehr zum Augenbrauenzupfen kommst. Deswegen bist du nicht ungepflegt. Du bist die tollste Mama, die es gibt. Das musst du dir immer wieder sagen, wenn du in den Spiegel guckst. Du opferst dich für dein Kind auf und das ist richtig so. Ich finde, das ist richtig so, weil gerade die ersten Monate, das erste Jahr ist so wichtig und so prägend für ein Kind. Und ich finde es völlig okay, wenn man sich dann als Mutter ja, so ein bisschen zurücknimmt einfach. Es ist nur wichtig, dass ihr euch selber wiederfindet, dass ihr wieder lernt, dass ihr euch selber wichtig seid. Das ist nicht einfach. Es ist definitiv nicht einfach und das ist, wie gesagt, das ist alles ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen. Und vielleicht motivieren euch meine Worte so ein bisschen dazu, ja, euch einfach wieder selber was wert zu sein. Vielleicht einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Wanne, ich nehme die Zeit mal, ich frage meinen Partner, ob er das Kind oder die Kinder mal eine Stunde nimmt, dass ich mal baden kann. Oder was weiß ich, keine Ahnung, mir die Fußnägel lackieren kann, mir die Hornhaut abhobeln kann, was auch immer. Dass ihr euch einfach selber wieder wichtig werdet und das nicht nur in Bezug aufs Äußerliche, sondern auch auf, ja, auf den Punkt, wie andere Menschen mit euch umgehen. Und das ist das, was ich jetzt, ja, das bin ich immer noch am Lernen und ja, verwirklichen gerade. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Das Allerwichtigste, dass du selber mit dir zufrieden bist, dir vielleicht auch egal wird, was von außen kommt. Das ist eben das, was ich vorhin sagte. Ich habe kommuniziert, hat nicht wirklich was gebracht, weil überliegende Seite einfach nicht einsichtig sind. So, das kannst du nicht ändern. Du kannst keine Menschen ändern. Das ist einfach so. Aber du kannst versuchen, mit dir selber im Reinen zu sein und dann vielleicht zu sagen, ja, es ist eine beschissene Eigenschaft, nicht einsichtig zu sein. Es ist eine beschissene Eigenschaft, nicht, ja,
sich nicht Fehler einzugestehen. Weil das macht das Leben immer schwerer, wenn man nicht selber mal sagen kann, ja gut, das war scheiße, was ich gemacht habe. Ich saß den Menschen gegenüber und habe gesagt, wisst ihr was, es war total scheiße, dass ich das jetzt erst anspreche. Es war total scheiße, dass ich da nicht sofort was gesagt habe, dass ich das so lange runtergeschluckt habe, dass sich das jetzt so in mir angestaut hat. Dafür habe ich mich entschuldigt. Vom Gegenüber kam überhaupt nichts. Und das ist so eine schlechte Eigenschaft, dass ich mir denke, du, pass mal auf, die Menschen sind schon damit genug bestraft, dass sie halt null einsichtig sind. Das wird ihnen das Leben immer schwer machen. Das ist einfach so. Das ist nicht nur im Privaten so, sondern das ist auch im Berufsleben so. Wenn man nicht einsichtig ist, nicht kritikfähig ist, das ist scheiße. Ja, gerade wenn man Themen anspricht, wo man einfach sagt, dass man verletzt wurde und dass man das nicht okay fand, wie man in dem Moment von der Person behandelt wurde. Und es ist halt nur Einsicht kommen. Nicht mal, es tut mir leid oder das wollte ich nicht und so ein bisschen Einsicht, das ist halt, ja, aber wie gesagt, ich denke dann jetzt eben, dass diese Menschen wirklich genug gestraft sind mit so einer Einstellung, weil es halt einfach mega ätzend ist und damit bin ich cool, damit bin ich wirklich cool. Habe ich jetzt auch so neu über mich gelernt, dass es mich schon befriedigt, wenn ich weiß, dass Menschen sowieso schon, schwer im Leben haben und auch wenn sie mir weiterhin blöd kommen, dann denke ich mir halt, ja, dann kommt mir weiterhin blöd, du bist sowieso schon angearscht, wisst ihr, wie ich meine? Das ist für mich dann okay und ich muss mich auch nicht verausgaben, um irgendjemanden beizubringen, dass er scheiße zu mir ist. Wenn er es nicht einsieht, dann ist es halt ein Arsch und dann ist es okay. Ne, Engel? Mathilda ist jetzt mit hier. Wir wurden übrigens gerade unterbrochen, weil der Akku leer ist. Kommst du mit her? Ja. Da sind wir, ne? Da bist du auch drin. Ja, genau. Also das war mein Update. Ich habe euch wieder so ein paar persönliche Sachen zu mir gesagt. Ich hoffe, dass das für irgendjemanden von euch einen Mehrwert hat. Ich keine Sachen an den Kopf knallen, die euch verletzen, sondern sagt, was Sache ist. Macht euren Standpunkt klar und steht für euch ein. Das war das Wort zum Sonntag. Es ist heute tatsächlich Sonntag, von daher passt das. Wir wollen jetzt noch auf den Flohmarkt gehen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Ernährungsupdate und ja, dann wie gesagt, ohne konkretes Ziel. Natürlich freut sich die Franzi trotzdem, wenn eine 7 dasteht, wie gesagt. Aber ja, wenn nicht, ist es auch kein Weltuntergang. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr das Format so gerne schaut. Und wenn ihr bisher gekommen seid, dann schreibt doch einfach mal Nudi. Dann weiß ich, dass ihr bisher gekommen seid. Mathilda, sagst du noch Tschüss? Machst du Winke-Winke? Machst du Winke-Winke? Machst du Winke-Winke? Nein? Wie macht denn der Kapitän? Moin, moin. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüssilein und Knutschilein.